Moin Leute, willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Chronicles Russia. Wir sind hier unterwegs mit Anastasia, der Tochter von Zar Nikolaus II. So sieht's aus, ja. Kann der auch mal weggehen hier vielleicht? Sonst müssen wir halt durch. Ach komm, das kann doch nicht sein. Wie soll man denn da überhaupt durch? Kann was einer sagen, danke. Nee, aber ja. Ich guck. Kann ich eigentlich noch irgendwo anders lang? Nee, oder? Nee. Oder warte mal. Da kam ich her. Ich kann ja auch nicht hier hoch. Ich muss hier lang. Ich muss hier lang. Stay where you are. Over there. Oh, das hat uns schon ein Leben gekostet. Das ist natürlich ärgerlich. So, einmal kurz her. Zack. Ach, verdammt, Alter. Was ist denn das? Okay, jetzt müssen wir mal versuchen, dass wir beim ersten Dingens keinen Hit kriegen. Das wäre sehr schön. Identify. Over there. Ach, komm. Oh. Nein, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich wusste nicht, dass ich das machen konnte. Puh, Alter. Das war aber krass. So, Kollege. Komm ruhig hier ran. Ich hoffe, der dreht sich auch irgendwann mal um. Ist da was? Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee tatsächlich. So, nämlich. Oh, und jetzt wieder runter. Ich hoffe, der sieht den da nicht. Obwohl, wird er wohl, ne? Guckt der eigentlich eh die ganze Zeit nur nach runter. Zack. Okay, gut. Ist hier die nächste Truhe? Oh, das wollte ich nicht. Hier die Truhe. Schriftrolle 4. Irgendwann im Jahr 1888 beauftragte Nikolais Mentor ihn mit der Ermordung Zar Alexander III., einem Verbündeten des Templerordens, der im Besitz eines mächtigen Edenstabs war. Nikolai sollte Alexander töten und den Stab zu den Assassinen bringen. Bevor er sich aufmachte, offenbarte ihm Anna, dass sie schwanger war. Okay. Warte mal. Gibt es was Neues in der Datenbank? Oh, Person haben wir noch was Neues. Nikolai Orelov, aber das wissen wir eigentlich schon. Okay, dann geht's weiter. Das hätten wir schon mal. Okay, dann gehen wir weiter. Nicht wahr? Oh. Da war jetzt ernsthaft eine Mine. Okay. Das kriegen wir aber auch noch hin. Das war jetzt natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber naja, gut. Auch jetzt müssen wir das wirklich alles nochmal machen. Kann doch nicht sein. Somebody there? Ach, okay. So können wir es gut machen. Okay, das war gut. Und jetzt? Zack. Stay where you are. Aber können wir auch da oben lang gehen? Hier müssen wir auch lang gehen können, oder? Was machen wir jetzt hier? Können wir ihn so von unten? Nee. Warte mal. So. Problem hier links ist, ich sehe gar nicht diese Minen und so. Obwohl, eigentlich sehe ich die schon. Na gut. Aber wie soll ich da drüber gehen? Kann ich ja nicht drüber. Die geht nicht. Kann man nicht machen. Okay, das können wir anscheinend noch nicht erledigen hier.
Müssen wir erstmal, glaube ich, woanders lang. Glaube ich jedenfalls. Können wir hier irgendwo lang? Oh ja, hier geht's sogar lang. So strong. Warte mal, müssen wir hier oben lang? Ne, wir müssen gar nicht oben lang, oder? Ne, machen wir jetzt auch nicht. Wenn wir es nicht müssen, dann machen wir es nicht. So einfach läuft es hier nämlich. So, und jetzt hier weiter hoch. Okay, wir sind entkommen. Thank goodness I'm out of there. Now to find that man and use him to get me out of here. Wir müssen genau. Helix Code beschädigt. Das ist nicht so gut. Code repariert. Mögliche Helix Störung. Helix Schleier ist jetzt verfügbar wie. Okay. Okay, solange ich einen Helix-Balken habe, Helix-Schleier kennen wir eigentlich schon. Genau. Zack. Okay, die nächste Schriftrolle. Schriftrolle 5. Nikolai jagte dem kaiserlichen Zug hinterher und verschaffte sich Zugang. Nachdem er mehrere patrouillierende Wachen getötet und Informationen aus ihnen herausgepresst hatte, kämpfte er sich zum zaristischen Wagen vor. Zu seiner Überraschung sah er sich der ganzen Zarenfamilie gegenüber, obwohl man ihm gesagt hatte, er würde sein Ziel allein vorfinden. Alexander III. Erschien, um seine Familie zu verteidigen. Nikolai gelang es, Alexander zu verwunden. Der herausragende Templer war aber noch lange nicht besiegt. Während des Kampfes kam der Zug von den Gleisen ab und verunglückte. Alexander, der weitaus überlegendere Kämpfer, ließ Orilov am Leben. Dieser musste sich schließlich fliehen. Okay, interessant. Das ist schon interessant. So, jetzt haben wir ein bisschen was verbraucht, aber... Aber naja, gut. Den ist es halt... Wo müssen wir lang? Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen, Alter. Was ist denn das? Müssen wir hier weiter lang? Müssen wir lang? Hallo. Hier? Das könnte ja sein. Okay. Warte mal, hier, das geht einfach. Who knows? Who cares? Geht vorbei. But what does he want with us? I don't know. Vorbei. All I know is that from now on, my rifle is going to be my closest friend. So. Wir haben wieder Helix vollkommen aufgeladen. Das ist doch schön. Was haben wir hier? Oh. Design. Okay, das ist cool. Die Funktion kennen wir ja schon von den anderen Charakteren hier. Okay. Dann geht's jetzt weiter. So. Assassin in Gold ist gar nicht so schlecht. Würde ich mal sagen. Okay. Ah, oh, nein, 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 das war schon kacke. Oh. Helix Spurt. Das würde ich auch schon nochmal gern wissen. Also, bei Helix Verfügbarkeit drücke in einem Versteck Dreieck, um in den Helix Spurtmodus zu wechseln. Im Helix Spurtmodus kannst du mit X ungesehen in die gewünschte Richtung und von Versteck zu Versteck sprinten. Du kannst dabei immer noch mit Gegnern aneinander geraten und sie alarmieren. Der Helix Spurt steht Orilov im Modus Neues Spiel Plus zur Verfügung. Das machen wir, haben wir aber nicht. So. Wo geht's lang? Ach, hier einfach raus, okay. Okidoki. Okay, wir müssen einen Weg in die Checker-Anlage. Ne, wir müssen nach einer Spur von Orilov suchen. Also, wo könnte er sein als auf den Dächern als Assassine? Also wirklich, okay. Schattengold ist, glaube ich, extrem gut. Das ist, glaube ich, wirklich extrem gut. Over here. It's me you want.
Jo, ab geht's jetzt. I need to wait for him to reload. Okay. Ach komm. Come on, Alter. Okay, das müssen wir besser hinkriegen. Das müssen wir besser hinkriegen. Aber das werden wir auch besser hinkriegen. Da bin ich noch sehr zuversichtlich. Oh, das war nicht gut, dass ich jetzt hier direkt ja, drauf gegangen bin. Schon bevor die aufgehört hatten. Das war nicht so gut. I need to wait for him to reload. Kann ich hier? Ja. Oh, danke. Warte mal. Kann ich einmal nur so versuchen? Oh, das hat gar nichts gebracht, okay. Okay. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Keine Sorge. This is close enough. I need to take him out. Okay. Ach komm! Ach verdammt. Verdammte Axt. Okay. Aber das werden wir, wie gesagt, hinkriegen. Ist nicht gerade sehr schwierig. I need to wait for him to reload. Ja. This is close enough. I need to take him out. I see him. Oh, jetzt keine Fehler machen. Jetzt keine Fehler machen. Ganz entspannt alles. Boom. That's it, go. Move. Meet me on the edge of your estate. Okay, das war doch ganz gut. Wir müssen das Dachgeschoss erreichen, okay. Bisschen komisch aus, wie die Hose da wackelt. Mhm. Na gut. Helix-Spurt, Helix-Schmurt, sage ich einer. Bams. Jetzt brauchen wir mal den Helix-Spurt. So. So, ich bin nicht da. Kommt doch. Huh. Alter Falter. Das war Crank, okay. There's no escape. We will find you. Ja, you will find me, meinetwegen. So, nämlich, so würde. Wirst du mich finden, Alter. Jetzt ganz entspannt. Stay where you are. Oh. Assassin in Bronze, okay, das ist ganz schlecht. Aber warte mal machen. What should I do? So. Bams. Hat er was? Wir können auch gar nichts von den einsammeln, glaube ich. Ja. So, gehen wir mal hier rein. Assassin in Gold, schon wieder besser. Okay, hier ist die nächste Truhe direkt. Schriftrolle 6. Annas erstes Kind verstarb sehr früh. Die Tragödie traf Nikolai schwerer als jede gescheiterte Mission der Bruderschaft. 1908 nahmen die Assassinen einen Templer namens Dolinsky gefangen. Nikolai unterzog ihn einem brutalen Verhör, um zu erfahren, wohin der Edenstab nach der gescheiterten Mission gebracht worden war. Unter Drohung gegen seine Familie erklärte Dolinsky, der Stab befände sich in einer Anlage in Tunguska in Sibirien. Orilov und seine Männer rückten sofort aus. Okay, interessant. Interessant. Do you think there is much to be had from the bodies? I bet the guys who did it grabbed the lion's share, but you can always have a look. I wonder if they've stopped twitching yet. Listen to them. Gloating about killing my family. They won't be
laughing in a moment when I plunge my blade into them. Yes, genau. Lüftungsschachtattacken. Okay, Wurfpfeil. Okay, okay. Interessant. The family is dead. God riddance to the lot of them. Warte mal, wie kann ich das machen? I hear the Tsar cried like a little boy. I knew he was all talk and no balls. Warte mal, wie kann ich das nochmal machen? Einmal noch kurz gucken. Ja. Es muss ja ganz unten sein. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Omsk. Aber klar, die kommen alle daher. Hier müssen wir eigentlich gar nicht raus, ne? Brauchen wir nicht. Where did you say you were from originally? Lüftungsschachten. Isn't that where the anti-Bolsheviks had set up our now? I had heard that. But I don't really listen out for any news of it. Wouldn't you ever go back? White forces aside. Das war eigentlich schlecht. They'd have to shoot me before I'd ever set foot there again. Eigentlich war das komplett schlecht, was ich gemacht habe. Can't be that much worse than anywhere else, surely. Go there and see for yourself. It's just a mix. Over there! Over there! Ja, komm ruhig, Alter. Ach komm, kann er nicht. Das kann doch nicht sein. Okay, das werden wir nochmal machen. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig, als das nochmal zu machen, ne? Ist ja auch wieder dumm. So. Ach, hier kann man schon in den Luftschacht gehen. Ach so. Okay. Ach, Kollege. Mörderer. So, komm ruhig. Zack. So sieht's nämlich aus. Bastard. Okay, nicht werbefreundlich auf jeden Fall hier schon mal. Muss ich mich ja beschweren, ne? Der Musik beschweren. Identify yourself. So, komm ruhig raus. Somebody there? So. Zack. Bam. Templar Scum. Genau, die Templer sind die Bösen. Ist ja immer so. Oh, was? Ach nein, leider sind wir nicht Nikolai Orelov. Das ist schade, weil sonst können wir jetzt richtig krasse Sachen machen mit dem Telefon. Bling, bling. So, Kollege, so geht's ja nicht. Can you hear me? I am the blade in the shadows. Can you hear me? Come. Komm. Oh. Where are you? Where are you? Over there. So. Gone. Einfach weg. Einfach weg. Where are you? Das ist doch krass. Gone. Hallo. Da in den Schacht. Wirft der Typ wieder das Ding ins rein. Der ist ja mies. Gone, where are you gone? So, tschüss. I walk in the darkness. I walk in the darkness. Where are you? Oh nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. What was that? Gone. Werft da nur ruhig was rein. Werft da nur ruhig was rein, Kollege.
Ja, ich bin weg, Kollege. Kannst du mir aber glauben. Oh nein. Gar nicht gut. Was wirft der da eigentlich mal rein? Irgendwie ist das doch eigentlich gar nicht schädlich, oder? Warte mal. Ich bin hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der will. So. Oh, ich bin weg. Tschüss. Oh nein. Nein, ach komm. Was ist das denn? Ich habe mal wieder komplett Pech. Ja, eigentlich war es kein Pech, eigentlich war es einfach nur kein Skill, aber muss man ja auch nicht so offen hier sagen, ne? The family is dead. God riddance to the lot of them. Zack. I hear the Tsar cried like a little boy. I knew he was all talking to the walls. So viel dazu. Mörderer. Hallo, tschüss. Bastard. Der wirft da jetzt irgendwas rein, glaube ich. Nee, doch nicht. Aber weißt du, was ich mache? Alter. Ist schon krass hier auf jeden Fall. Templar Scum. So, einmal rüber jetzt dran. Who is going dran? Identify yourself. Over there. Oh scheiße, der hat mich gehört. Shit. Shit. Okay, das ist nicht gut, dass der mich da gesehen hat. There is no escape. We will find you. Ja, werden wir natürlich finden. So, komm ruhig. Who's there? Over there? Oh nein. Ich bin weg, tschüss. So, kann einer mal hier vorbeilaufen? Danke. Hallo? Tschüss. Leute, als ob der es nicht gesehen hat. Das kann eigentlich gar nicht sein. Als ob der es wirklich nicht gesehen hat. Da war einfach, vorher war da noch sein Typi. Jetzt ist der nicht mehr. Okay, alles klar. Dann wissen wir ja Bescheid. Somebody there? So. Tschüss. Bams. I walk in the darkness. Alter, die kommen alle aus Omsk. Ist wirklich so. Die kommen wirklich alle aus Omsk. Das ist ja krank. Das ist einfach krank. What is this? So. Oh nein. Oh nein, ich hätte ihn holen sollen. Egal, kann ich ja immer noch machen, ne? Plack. Strike swiftly. Wir müssen das Haus verlassen. Da lang? Sollen wir echt da lang gehen? Okay. Dann gehen wir halt da lang. Who's there? Wait, wait! Don't shoot! I've got you, child. Now move. Oh, das war ja nochmal knapp. War ja wirklich. Oh. Oh. Wie Gott nimmt. I gotcha. Oh. Keine Sorge, alles safe. Oh, verdammt, habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen, oder? Oha, da hinten. Bams. Okay. Keine Sorge, er hat noch Schau.
Oh, easy. Oder wie wir ja alle machen. Ist ja unnormal. Okay. Das ging ja auch nochmal gut. Get up. Something's wrong. I don't feel well. Who's there? Hands up! Who are you? Dobrý večer, tavarish. Don't move! So nämlich. Zack. How dare you push me? I should kill you like I killed them. Calm down, child. Child? How dare you? Xiao Yun? I am Xiao Jun of the Chinese Brotherhood of Assassins. If you were not wearing the symbol of our order, I would kill you where you stand. Snap out of it. Your name is Anastasia Nikolaevna Romanova. My name is... Anastasia. Follow me, I'll protect you. Genau. So. So, okay. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen, aber das machen wir halt beim nächsten Mal. Bis dann. Ergibt Sinn, ne? Aber es hat sich gereimt. Aber das war's jetzt für diese Folge. Bis dann und ciao, Leute.